Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr an diesem besonderen Tag wieder da seid. Als Kind grübelte ich lange nach, was das T in James T. Kirk bedeutet. Und ich war etwas verwundert, dass es nicht Thomas oder Theodor war. Nein, James Tiberius Kirk war der volle Name des für mich prägendsten Raumschiffkommandanten in der Galaxis, dessen Darsteller William Shatner heute seinen 90. Geburtstag feiert. Ich mag Shatner und ich treffe ihn nahezu täglich. Nein, nicht im Real Life, sondern in Twitter. Hier stellt sich William Shatner seinen Fans und geht nicht immer sanft mit ihnen um. Ich wollte einstmals mit ihm über seine Rolle in Sequest diskutieren, aber Shatner wollte nicht so richtig. So lese ich nun also fleißig mit, wie Shatner austeilt. Ja, an die Lebensrolle, an seine Lebensrolle hat sich Shatner inzwischen gewöhnt. Und obwohl William Shatner in verschiedenen zahlreichen TV-Sendungen, Spielfilmen mitgespielt hat, ist er und bleibt er für mich immer James Tiberius Kirk. Ich bin eine seltsame Mischung aus bekennenden Trekkie und Star Wars-Fan, was im Grunde ja nicht geht, aber man sieht ja an mir, es funktioniert. Star Trek war lange, lange Zeit vor Star Wars in meinem Herzen und ist dort geblieben. Als Kind sah ich bei meiner Großmutter auf ihrem Schwarz-Weiß-Fernseher immer die Mondmänner, wie sie genannt hat. Kirk, Spock, Pille, Uhura, Scotty und wie sie alle heißen. Ich mochte die Serie Raumschiff Enterprise, denn es war was komplett anderes als die Fernsehunterhaltung, die wir sonst in Deutschland hatten. Und ich mochte eben James T. Kirk und ich mochte damit William Shatner. Meine Eltern schenkten mir ein Enterprise-Raumschiff. Das konnte Torpedos abschießen. Ja, und hat auch eine Fähre unten drunter. Allerdings muss ich zugeben, sind die Torpedos im Laufe der Kinderzimmerjahre irgendwo verschollen gegangen. Aber die Enterprise, die steht noch immer wunderbar in meinem Arbeitszimmer. Ich mochte die Animationsserie, bei der Shatner seinen Kirk sprach. Und hier habe ich sie mal mitgebracht, die DVD-Version. Und heute schaue ich mir immer noch gerne diese DVD-Version an und mag sie total gerne. Und ich mag die Stimme von Shatner und die ganze Bande, die dort mitspielt. Später kaufte ich mir die komplette Enterprise-Serie auf Laserdisc. Mit all den Diskussionen, was denn nun wirklich die erste Folge war. Ich habe jetzt hier mal eine mitgebracht, The Man Trap. The Man Trap war wohl die erste Folge, dann gab es wieder neue Folgen und die nicht gesendet wurden und so weiter. Aber hier meine erste Laserdisc-Sammlung für Star Trek. Von dem revolutionierenden Kuss der US-Fernsehgeschichte zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Uhura und Kirk, bekam ich eigentlich nicht viel mit. Ich interessierte mich viel mehr für die Monster in den Pappwelten. Noch heute liebe ich die Folgen Ich heiße Normet, Staffel 2, Folge 3 und Kennen Sie Tribbles, Staffel 2, Folge 15. Ich kaufte mir ja die Filmbücher der TV-Serie. Hier habe ich mal eins mitgebracht, ein Fotoroman. Fand ich super. Und konnte die Geschichten, den Geist der Geschichten nachlesen. Kirk war mein Held. Shatner war mein Held. Kirk und Shatner waren für mich ein und dieselbe Person. Ich las seine Autobiografie und hörte mir seine zahlreichen Musikalben an. Auch das macht Spaß. Wie ein Schnitzel freute ich mich auf den ersten Kinofilm von Star Trek, der zwar sturzlangweilig war, aber die Mannschaft unter James Tiberius Kirk war wieder zusammen. William Shatner ist mein Typ. Und wenn er heute seinen 90. Geburtstag feiert, dann ja, krame ich mein Convention-T-Shirt raus, ziehe mich an und stoße auf William Shatner an.
Alles Gute, mein Captain. Machen Sie es gut.